Hey Freunde, es wird Zeit, dass wir uns verteidigen. Schön, dass ihr wieder alle da seid und vielen Dank für die unglaubliche, noch vorhandene Unterstützung von euch. Gerne liken, wenn ihr mich und meinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt und mehr sehen wollt zu den einzelnen kleinen Projekten, die wir hier präsentieren. Also, wir werden angegriffen. Hier ist eine riesige Armee mit schwer bewaffneten Bogenschützen. Und was das für Bogenschützen sind. Der Bogen ist zwar nicht gut, doch die Rüstung finde ich unglaublich schön. Die sieht richtig toll aus. Das gefällt mir gut. Und deswegen, Freunde, wird es Zeit, dass wir auf die Barrikaden steigen. Auf die Barrikaden! Die Burg muss halten! Ab. Alle Treffen. Zeit. Wie viele Bogenschützen wir haben, ne? Zum Glück habe ich so eine wundervolle Bogenschützenplattform. Und die sind für den letzten Rückzug. Jetzt muss ich, hier übrigens der Karten-Seed. Falls ihr irgendwann mal selber die Karte nachspielen wollt. Und jetzt geht's los. Es wird Zeit, dass wir unsere Heimat verteidigen. Sie werden immer von hier kommen, weil hier der einzige Durchgang in unser kleines Dorf ist. Zur Stadt. Leider kann man die Tür nicht drehen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber... verschlossen. Dann kann keiner mehr dadurch. Und verschlossen, dann kann der Feind dadurch. Ist vielleicht auch nicht immer blöd. Es ist schön, dass wir dieses Zeug hier... Warum wie immer. Oh, es geht los. Erster erledigt. Feuer! Warum schießt ihr da nicht, Freunde? Ja, geht doch. So, erledigt. Jetzt schießen alle. Nee, du nicht. Unsere Mauer hält stand. Schön. Und die kommen gar nicht durchs Tor. Obwohl die so unglaubliche Rüstung haben. Notfalls hätte ich mich zurückgezogen. Während die dann hier da durchkraxeln, bis hierhin, habe ich dann die Zeit, mich hierhin zurückzukämpfen. Oh nein, White Dragon wurde erwischt. Aber er lebt noch. Mit einer leichten Fleischwunde. Mich zählt ihn auf. Ein Mann der Tat. Oha. Das ist mal ein Schlachtfeld. Oh, White Dragon, ich glaube, du musst dich zurückziehen. Wir alle gar nicht mehr. Okay, das war's. Loretta war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. White Dragu Dafai nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte daran, Weinberg in der Stunde nur zu verteidigen. Du bist der Grund, dass wir noch alle leben, White Dragon. Danke dir. Lass sie nicht entkommen! Keine Gefangenen! Keine Flüchtende. Gut. Jetzt kümmert sich mal bitte einer um White Dragon. Ich möchte den armen Kerl nicht in sein frühzeitiges Grab betten. Siegreich! Yippie! Idee! So. Wer ist ihren Heal? Wer macht Healen? Bitte einmal die Hand heben.
behandeln. Toshi. Toshi, bitte. Sie müssen ihm helfen. Wer weiß, vielleicht können wir die ein oder andere Sache davon wiederbeleben, wieder benutzen. Aber das sind nur... Oh, ein Kriegsbogen. Aber der ist schon zu kaputt, glaube ich. Der ist besser. Ist so, okay. Was bist du? Ein Stirnband? Sind deine Wunden... Ja, alle geheilt. Okay, dann kann er wieder lostoben. Toben, als gäbe es keinen Morgen. So, Freunde, welchen Boden setzen wir ein, wenn wir da einen Tempel machen? Ich würde sagen, ein Holzbogen sieht echt schön aus. Meint ihr nicht? Ah, ich weiß ja nicht. Ich überlege gerade, wo wir die Treppe machen. Das könnte vielleicht... Ah, guck mir mal, wie es aussieht. Machen wir normale Türen. Wenn da einer einbricht, haben wir sowieso verloren. So, dann ist es egal, welcher Boden da hinkommt. Schön, oder? Sollen wir ein Fenster mal reinmachen? Muss ich mal gucken, ob das passt. Ich mache mir die aus Kalkstein. Dann passt da noch ein Boden, ein Fenster hin. Tut ja nicht weh, wenn die mal rausgucken können, oder? Dorshammer! Oh, Leute, haltet euren Ton ein bisschen niedriger. Es wird es wieder laut. So, das wird das Design. Das wird das Design. Dann habe ich zwei Zugänge und kann von da dann die ganzen Schlafzimmer verteilen. Ich hoffe, dass das ästhetisch passt. Leider müssen wir dann hier ein Doppelfenster machen. Aber dann können die immer noch rausgucken. Schön, oder? Dieser Baum kippt sowieso um. Der wird den Sturm nicht überleben. Uiuiui, guck mal, wie der sich biegt. Auf Biegen und Brechen, hä? So, von hier ist okay. Die Feuer müssen brennen. Wir brauchen also eine Menge Steinchen.
400 werden nicht reichen. Oh, da kommt keiner hin. Wäre doch schön, wenn man hier noch eine Fackel hätte. Das sieht schon toll aus, oder? Ein bisschen verwildert. Sogar Licht hier unten in den Minen. Können die Leute auch nachts arbeiten? Klasse! Da wollte ich hinaus. Oh, ich wäre ein schlechter Arbeitgeber. Ich wäre ein Sklaventreiber, glaube ich. Aber hey, dafür wäre ich effektiv. Ich will ja nicht, dass die Leute sich verletzen. Die sollen schon ganz gut machen. Hä, warum? So, und du bist unglücklich, warum? Etwas hungrig, vermisse Unterhaltung. Habe ich nicht hier Backgammon-Tische? Was brauchst du denn noch? Mehr gibt's doch gar nicht zur Unterhaltung. Ah, es fehlt noch ein bisschen Kackstein. Oh nein, da kommt die nicht hin. Vielleicht kommen die hin, wenn die... Kauft schon! Genug geschlafen, Freunde. Der Speer macht aber auch nicht mehr lange. Trinken die denn alle? Ah, alle ihren Bein. Ah, ich muss die jetzt beten lassen. Wenn die alle unglücklich sind, komme ich nicht weiter. War das beten? Okay. Amicia, du brauchst das. Baut mir das. Baut mir diese Lehmgrube. Damit ich hier die beiden Ecken fertig machen kann vom Dach. Tiefer machen. Ich weiß auch nicht, warum. Die sind da an der Seite einheitlich, aber hier nicht. Ah, hab ich mir gedacht. Ich mir gedacht, pass auf. So, Lehm hat sie doch. Macht ihr das hier eben fertig. Yay, wir haben wieder einen Schaf, Freunde. Ah, Baum ist gelungen. Schade. Ha, guck mal, der bringt das Schaf nach Hause. Süß.
Aber die Folgen vergehen auch so schnell, Freunde. Aber wo bringt er denn das Schaf hin? Ach, das hier ist alles Schafgebiet. Deswegen läuft das da hinten rum, okay? Ja, das Schaf hat Freilauf. Wilde Schafe laufen hier durch das Gelände, ist auch okay. Ich würde gerne hier Erde draufsetzen, aber das geht nicht. Das Einzige, was wir machen könnten, ist ganz so schlimm aussieht. Ich könnte hier das machen. Okay. Hast du gerade Milch aus einem Schaf? Oh no. Aber da wir nicht so viel Feldfrüchte haben, wollte ich gerade sagen. Kann es nur das hier sein? Rahmen schmieden. Ah, komm mal, dann passt das hier auch wieder. Und jetzt kann ich den das hier machen. Und damit passt das auch wieder. Wie toll das aussieht. Kam mir letzte Folge drauf. Echt? Oh. Jetzt darf mich keiner angreifen. Dann sind wir verloren. Ich wollte doch nur da. So. Und jetzt kopieren wir die. Und noch ein bisschen Schlamm, Fräulein. Aber cool, ne? Unser Baumgarten. Sieht man gar nicht, dass das so ein Baumschule ist. Das ist einfach hier so ein kleiner Fleck mitten in der Burg, wo da die Bäume schön vor sich hinwachsen können und uns immer mit Holz versorgen. Hier erstmal die Mauer. Und den Weidenzaun. Obwohl, ich habe ja auch das Scheunentor. Wo ist das? Hier, Scheunentor. Vielleicht mache ich das dann hier. Dann haben die ein bisschen Freiraum. Ah, nee, so viel nicht. Das verlagern wir hier hin. Nee, ich will das ja
Nicht abreißen. Oh. Och Mann. Das mit dem Verlagern machen die immer noch nicht so, wie ich das mir wünsche. Jetzt kriegen die auch gar nichts zu essen hier am Tiere. Oh nein, das Schaf ist abgehauen. Wo will das hin? Was ist ein verrücktes Schaf? Okay, wird jetzt gemolken mitten auf der Treppe vom Steinbruch. Okay, Wolle. Schön. Wie verrückt ist das denn bitte? Nee, das geht noch nicht. Oh, ein Hausierer. Gut. Damit nehme ich hier schon mal unser Schafgehege. Diese Burg hat dann wirklich alles. Sie hat eine Baumschule, ein Gehege, einen unglaublich schönen, idyllischen Garten. Wir haben dann hier einen kleinen Waffenturm. Das hier musst du bauen. Auch wenn dein Freiz... Oh, der ist schon schlecht gelaunt. Ach, Amnesia, Amnesia. Aber jetzt wissen wir, dass wir das zum Beispiel gar nicht brauchen. Beretta gibt es auch nicht so gut. Genau, ess mal was. Wir wollen ja, dass du ein bisschen glücklich wirst. Aber nur ein bisschen. Ah, hätte sie gar nichts holen müssen. Alles nur. Gebäude nicht, ja. So, beide bauen das jetzt. Ich will diesen Garten fertig kriegen. Warum geht das nicht? Lass sie noch bitten. Wenn die dann gebetet hat, dann sollen wir nochmal da ein bisschen was machen. Aber die kippt mir sonst noch um, wenn die jetzt nicht wenigstens mal ein bisschen betet. Schläft. Ich dachte, sie hat gebetet. Oh, Freunde. Scheint, das müsste ich am Ende der Folge doch noch ein bisschen Solo spielen. Ich würde sagen, wir beenden hier bald mal die Folge. Sonst reden die mir hier alle am Rad. Die brauchen mal eine Pause, bevor wir hier weiterbauen können.
Aber hey, es wird doch langsam richtig schön. Schaut euch das an. Ja gut, da oben fehlt noch ein bisschen Zinn. Aber wenn wir die Zinn haben und hier fehlt noch ein Boden, dann haben wir auch die Etage hier fertig. Ach, das wird richtig toll. Wenn das hier fertig ist, boah, Hammer. Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao.